Ja, herzlich willkommen zu diesem Tutorial. Heute geht es um Betaflight, um die Konfiguration eures Flight Controllers. Ich mache das am Beispiel der Green Hornet von iFlight. Da gibt es nämlich einiges zu beachten, weil einfach Bind and Fly sind die Modelle nicht. Ich verwende die Taranis X9 Lite als Fernbedienung. In meinem letzten Video checkt das hier oben rechts ab, wenn ihr es verpasst haben solltet, zu der Taranis. Da habe ich euch gezeigt, wie ihr die Kanäle konfiguriert mit den zusätzlichen Schaltern zum Scharfstellen für die unterschiedlichen Flugmodi und ein Pieper. Nachdem ihr euch Betaflight installiert habt, Link dazu wie immer unten in der Videobeschreibung, müsst ihr hier noch die ST M-USB-Treiber installieren und die CP 210X-Treiber. Das gilt für Windows-Nutzer, Apple-User sind davon befreit. Dann schließt ihr über den Mini-USB oder ja wahrscheinlich Mini-USB euren Copter an und der sollte dann blinken, der Flight Controller. Und hier oben über Verbinden sollte er sich auch verbinden. Dann seht ihr hier das Modell. Wenn ihr den Copter bewegt, sollte der auch dementsprechend sich ja zeigen. Wenn die Anzeige schief ist und ihr ja ihn aber auf einer ebenen Unterlage stehen habt, denn als allererstes den Beschleunigungssensor einmal kalibrieren, macht er automatisch. In der Zeit da dürft ihr den Copter nicht bewegen. Wenn das fertig ist, ja, sollte er, wenn ihr ihn nach vorne kippt, auch nach vorne zeigen, wenn ihr ihn dreht, drehen und sich entsprechend verhalten. Auf diesem Bild hier in der Anzeige wie in echt auch. Dann haben wir hier die Infobox. Da steht Arming deaktiviert aufgrund von RX Failsafe ist für Receiver Failsafe. Wir haben nämlich noch kein Failsafe festgelegt. Das könnt ihr in der Fernbedienung machen. Dazu muss aber ein Akku an der Drohne sein. MSP ist Motorsteuerungsprotokoll. Das lässt uns in Betaflight einfach nicht fliegen. Der sagt dann, nee, ihr dürft hier nicht mit rumfliegen, wenn ihr den konfiguriert. Und den RPM-Filter, weiß ich nicht, wofür der ist. Okay. Prüft halt, ob die Firmware kompatibel ist. Dann unter dem Reiter Anschlüsse wählt ihr entsprechend eure Anleitung. Bei mir ist der UA2 für S-Bus, wo der FR-Sky-Empfänger drunter läuft, den entsprechenden UART aus. Das sollte in der Kurzbedienung von eurer Drohne mit dabei sein. Unter dem Reiter Konfiguration wählt ihr hier bei ESC und Motorfunktion nur, wenn euer Flight Controller das unterstützt, halt das D-Shot 600 Protokoll aus. Die meisten können das, muss man dazu sagen. Dann könnt ihr hier bei Board- und Sensorausrichtung, falls euer Copter nämlich nicht nach vorne in diesem Fenster zeigt, sondern wenn er sich irgendwie komisch zur Seite neigt, obwohl ihr den Copter nach vorne neigt, könnt ihr hier bei Konfiguration nämlich hier die Lage von eurem Gyro austarieren oder einstellen, wenn der Flight Controller nämlich verkehrt rum, seitenverkehrt verbaut sein sollte. Dann Drehrichtung der Propeller. Ich habe hier Reverse, dass sie vorne und hinten im Prinzip die Luft rauszieht und nicht rein zum Flight Controller reinzieht. Die Luft macht vom Fliegen nicht so viel Unterschied. Der eine oder andere bevorzugt den einen oder anderen Modus. Ist als Anfänger, würde ich aber mal sagen, völlig egal. Hier bei Systemkonfiguration Gyro Update Frequenz auf 8 kHz könnt ihr lassen, die Pit Loop Frequenz auf 4. Das ist für die iFlight und den Controller nicht verkehrt. Hier bei Empfänger könnt ihr auswählen, was ihr für einen habt.
Ich habe hier einen S-Bus-Empfänger. Das seht ihr auch in dem Handbuch von eurer Drohne oder auf der Homepage, wo ihr ihn gekauft habt. Hier unten wähle ich auch ebenfalls S-Bus aus. Unter dem Menü hier andere Funktionen sollten die drei an sein, weil sonst seht ihr auf eurem Display nachher in der Brille nichts. Die sind eigentlich standardmäßig alle an, da ändern wir auch nichts. Dann haben wir Strom-Akku, überspringen wir mal und gehen zum Empfänger. Das könnte jetzt in etwa so bei euch aussehen. Ist auch völlig in Ordnung, solange der Kopter keinen Flugakku dran hat. Den schließe ich jetzt mal an. Könnt ihr auch gerne anschließen, aber vorher Propeller abschrauben. Weil sonst gibt das nachher eventuell Ärger. Und eure Finger sind ab. Also Flugakku an den Kopter, nur wenn die Propeller runter sind und ihr dran konfiguriert. So, jetzt haben sich gerade die ganzen Hebel hier verändert. Hier unten hat sich auch der Ausschlag verändert, weil jetzt nämlich ich sehe, dass meine Schalter hier auch Auswirkungen haben. Na, jetzt hat er gerade hier den Empfang verloren. So, da seht ihr hier, der AUX 1 ist mein Schalter zum Scharfschalten. Hier AUX 2 sind die Flugmodi und der Pieper hier auf AUX 3 funktioniert auch in Betaflight. Die Schalter, die Hebel natürlich sollten hier auch Funktionen haben. Wenn ihr mal Steuerungskreuz vertauscht, Gas und also Throttle und Roll habt oder Pitch, das hatte ich am Anfang und bin da fast dran verzweifelt an dem Problem, wo ich es nicht umgestellt gekriegt habe. Ganz einfacher Tipp, ihr könnt hier oben einfach reingehen und dementsprechend die Buchstabenreihenfolge ändern, wie ihr sie braucht. Dann macht ihr halt Throttle auf 1, Roll auf 2 und könnt dementsprechend hier an dem Bild hier unten, an dem Vorschaubild, dann überprüfen, ob eure Werte passen zu euren Sticks. Das macht die Verbindung sehr, sehr einfach. Aber dazu, damit hier das nachher auch noch Resultate zeigt, müssen wir in den Modi. Hier mag das bei dem einen oder anderen erstmal so aussehen, total unübersichtlich. Dann sucht ihr erstmal nach dem Arm hier oben. Den setzt ihr auf AUX 1 und legt den Bereich hier hinten fest. Ich habe einen 2-Positionsschalter dafür gewählt und sobald ich den bewege, natürlich muss der Kopter halt verbunden sein. So. Sobald ihr halt den Schalter hier auf den AUX 1 setzt und den Schalter hochmacht, wird der Arm rot. Das bedeutet, theoretisch sind sie scharf gestellt und dieser kleine Punkt flitzt hier in den markierten Bereich, wo wir festlegen, da darf er die Motoren anlaufen lassen. Wenn er ihn ausmacht, ist er aus. Gleiches Prinzip gilt für den Engel-Mode, den setzen wir auf AUX 2 für unseren zweiten Schalter. Da ist jetzt hier der Punkt über 2000, wo ich im Acro-Mode bin. Gehe ich runter, schalte ich um auf Position 1, leuchtet der Engel-Mode gelb und er ist hier in dem Bereich, wo er scharf stellt. Engel-Mode ist ja maximale Unterstützung und ist an. Den Horizontal Mode lege ich auch auf AUX 2, weil das derselbe Schalter ja sein soll. Den Aktivbereich lege ich in die Mitte, sodass ich bei der mittleren Position den Horizontal Mode anbekomme. Gehe ich auf meine dritte Position, sind beide wieder deaktiviert und ich bin automatisch im Acro Mode. Dann habe ich auf AUX 3, auf meinen dritten Schalter, den Beeper gelegt. Der ist jetzt aus und sobald er in diesen Mittelbereich kommt, schaltet der Beeper an. Das
speichert ihr. Wenn ihr hier keine Änderungen habt der Punkte, liegt das daran, dass euer Akku gerade leer gegangen ist oder dass ihr nicht verbunden seid oder in eurer Fernbedienung die Schalter nicht belegt habt. Wenn ihr euch nicht sicher seid, guckt nochmal in mein vorheriges Video zu dem Arm-Switch. Da habe ich diese vier Sachen belegt, wie ihr sie konfiguriert in der Tyrannus-Funke. Und dann kommen nämlich hier auch auf den AUX-Kanälen dementsprechend die Sachen bei eurer Drohne an. Und dann seht ihr hier natürlich auch dementsprechend die Ausschläge. Ja, der AUX 2 ist jetzt wäre Horizontal Mode, Angle Mode, Horizontal Mode, Acro Mode. Das war es an dieser Stelle erstmal kurz dazu. Wenn ihr damit fertig seid, könnt ihr einfach Betaflight wieder schließen und mit eurem Copter losfliegen.